So, eben wir haben jetzt wirklich ein sehr, sehr, sehr fleißiges, unterstützendes Mitglied von Bandai. Ich weiß, sie selber sagt das anders, weil sie sehr bescheiden ist. Aber stell dir mal bitte kurz vor und erzähl uns, was du bei Bandai alles machst. Hallo Anne, ich bin die Michaela Kirchtager, bin im Förderverein in Bandai im Schriftverkehr und die Cousine von der Babs. Und ja, ich war 2010 bei ihr in Bandai, direkt in Thailand, und das war eben so, dass ich sehr überraschend gekommen bin, also die Babs hat nichts gewusst davon. Und ich bin gleich voll herzlich empfangen worden, es war voll nett mit den Kindern. Und ja, wir haben dann Ausflüge gemacht und sie haben sich super Zeit genommen. Und ich habe ein ganz anderes Bild gekriegt, weil ich vorher eben das Erzählte gekriegt habe vom Waisenhaus in Nordthailand. Kann man sich nicht so viel darunter vorstellen. Wenn man dann dort ist, dann sieht man, dass das eigentlich Familie ist. Und die Babsi die Mutterrolle übernimmt für viele Kinder. Und sehe da wirklich super Optionen kriegen für die Zukunft auch mit dem Projekt. Und das hat mich voll gefreut. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt damals, aber ich war schon Wochen dort und es war auch voll klasse Erfahrung. Ja, und jetzt, seit ich wieder da bin, bin ich eben beim Förderverein, wie gesagt. Und ja, da sind wir schon ein super Team geworden und es macht voll viel Spaß, mit allen Leuten zusammenarbeiten. Und es tut sich voll viel. Kommt Hilfe von allen Seiten. Voll schön. Ich bin voll dankbar. Was liegt dabei Bandai oder welches Projekt besonders am Herzen? Also momentan sicher ein Thema die Patenschaften für die Kinder, das sicher beworben wird und wo noch Bedarf ist, ja. Patenschaft. Ausbau war ja jetzt, das war das letzte Projekt, das ist ganz gut gegangen und da war Hilfe von Österreich und von allen Seiten. Ja, das ist so für mich jetzt momentan, das Projekt. Konkret zu den Patenschaften, Kinderpatenschaften oder Projektpatenschaften, wie haben die Leute heute reagiert, hat es Interesse gegeben, hat wer nachgefragt? Bei mir persönlich hat jetzt keiner nachgefragt. Ich habe jetzt draußen Leute gesehen, reden drüber, weil da auch die Plakate, quasi die Vorstellungen von den Kindern hängen, die Kurzvorstellungen. Und es ist sicher angekommen, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt was da hat, ob wer Patenschaft übernommen hat, das habe ich nicht mitgekriegt, aber es ist sicher angekommen, ja. Ja, das sind wie gesagt schon diese laufenden Patenschaften. Aktuell haben wir 7 Kinder, die dringend Paten brauchen. Die ersten sind schon aus dem Waisenhaus draußen, machen Ausbildung, können studieren, kommen auch immer wieder zurück zur Familie und helfen. Und es werden laufend Kinder aufgenommen. Also wer sich für Patenschaften interessiert, bitte einfach an uns an Bandai wenden oder direkt an die Babsi nach Thailand.